Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Sie sprachen von Vertrauen. Und was mich hier jetzt betrifft oder berührt, ist auch das Vertrauen der Bürger einander gegenüber. Also und nicht eben zu erwarten, dass jeder, der einem gegenübersteht, ein Straftäter ist. Eine der Prioritäten meiner Fraktion ist eben hier, diese Massenüberwachung zu beenden. Also jeder immer zu überwachen, ohne überhaupt einen Verdacht zu haben. Also statt zielgerichtete Ermittlungen anzustellen gegenüber solchen, die wirklich einer Straftat verdächtig sind, die kriminell sind. Meine erste Frage an Sie deshalb, können Sie uns versichern, dass hier mit der Rechtsprechung auch, was die Vorratsdatensprachung anbelangt und der Urteile des EuGH, dann eben die Kommission nicht ein weiteres Instrument vorschlagen wird, was hier eine allgemeine und diskriminierende Datenspeicherung aller Kommunikationsdaten anbelangt. Meine zweite Frage bezieht sich auf die Sicherheit. Ein wichtiger Teil der Sicherheit ist ja das Gefühl, sich sicher zu fühlen. Und ich denke, dass viele Bürger einfach nicht im Klaren sind, welche echten Risiken einer Straftat bestehen. Und in manchen Bereichen gehen die Kriminalität zurück, aber die Menschen haben den Eindruck durch die Medien, dass sie in einem ein sehr gefährliches Leben jetzt haben im Gegensatz zu früher. Könnten Sie uns vorschlagen, als Teil Ihrer neuen Agenda, einige Maßnahmen vorstellen, die eben hier das Sicherheitsbewusstsein der Bürger wieder stärken kann. Vielen Dank. Schön zu hören, dass Vertrauen nicht nur zwischen der Gesellschaft und den Bürgern oder den Mitgliedstaaten, sondern auch unter den Bürgern existieren muss. Das ist eine schöne Perspektive, da kann ich nur zustimmen. Aber ganz konkret zu der Datenspeicherung, da muss ich sagen, ja, ich glaube schon, dass wir dazu ein Gesetz brauchen. Aber wir haben da ja noch Fälle anhängig vor Gericht. Deshalb ist es für mich ein bisschen zu früh, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen in diesem Bereich. Wir müssen abwarten, wie sich diese Fälle entwickeln. Ich kann also Ihre Frage dazu noch nicht konkret beantworten.